Die Medaille hat bekanntlicherweise immer zwei Seiten. Und heute spreche ich über die andere Seite der Medaille, und zwar über die Nachteile eines Buzzcuts. Es hat schon extrem viele Vorteile, wenn du dir deine Murmel rasierst, keine Frage. Und die Vorteile überwiegen auch. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch über die Nachteile sprechen, die ein Buzzcut mit sich bringt. Erstens, ein Buzzcut deckt Schönheitsmakel auf. Wenn du zum Beispiel eine nicht so schöne Kopfform hast, ja, und dir deine Haare abrasierst, dann sieht man das Ganze natürlich. Einige Leute haben zum Beispiel Dellen in der Kopfform oder Beulen in der Kopfform, und all das wird natürlich direkt deutlich, wenn du dir deine Haare komplett abrasierst. Aber auch zum Beispiel Muttermale oder Narben, wenn du zum Beispiel als kleine das Baby vom Wickeltisch gefallen bist und vielleicht im Hinterkopf eine riesengroße Narbe hast, die du zuvor mit langen Haaren bzw. mit einer ganz normalen Frisur überdecken konntest, ist die natürlich jetzt ganz klar ersichtlich, wenn du keine Haare mehr hast. Zweiter Nachteil, mit dem Buzzcut hast du wenig Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Haarschnitte, mit denen kann man unterschiedliche Frisuren kreieren. Aber bei einem Buzzcut ist es halt so, da du halt nur wenig Haare auf dem Kopf hast, hast du auch ganz wenig Möglichkeiten. Um genauer zu sagen, eigentlich nur eine. Wenn man nämlich vom Induction Buzzcut ausgeht, also den bekanntesten Buzzcut, dass man einfach alles auf eine Länge herunterrasiert, dann hast du wirklich nur eine Möglichkeit, und eine Frisur heißt ein Haarschnitt, eine Frisur. Sonst hast du natürlich einen Haarschnitt und kannst mehrere Frisuren kreieren, und hier hast du eigentlich dann gar keine Styling-Möglichkeiten. Dritter ganz klarer Nachteil ist folgender: Du löst bei manchen Leuten tatsächlich ein ungewolltes Statement aus. Was meine ich damit? So ein Buzzcut oder auch Glatzkopf genannt oder auch Skinhead genannt auf Englisch, was wiederum auf Deutsch bedeutet Hautkopf. Diese Frisur ist natürlich einer ganz bestimmten Subkultur zuzuordnen, beziehungsweise zu einer ganz bestimmten Gruppe zuzuordnen, zu der du vielleicht auch gar nicht gehörst, aber viele Leute drängen dich dann in eine Schublade, in die du gar nicht reingehörst. Bedeutet, wenn du als 2 Meter deutsche Eiche mit blonden Haaren, mit abrasierten blonden Haaren, durch Ost-Berlin läufst und dann möglicherweise auch noch deine Doc Martens anhast, dann gucken die Leute schon mal ganz schön komisch. Und manche Leute wechseln auch tatsächlich die Straßenseite und haben gar keine Lust, dir zu begegnen. Und Leute, ich sag's, wie es ist, das ist eine Real-Life-Story von mir. Ich habe das tatsächlich hier in Berlin gemerkt, dass einige Leute gar keine Lust haben, mir zu begegnen, weil die tatsächlich was anderes damit assoziieren, was überhaupt nicht cool ist. Was bedeutet das? Leute drängen dich ganz schnell in eine Ecke und bringen dich ganz schnell in Verbindung mit Skinheads oder auch mit Neonazis. Auch wenn du überhaupt nichts damit zu tun hast, sieht man einfach nur noch dein äußeres Erscheinungsbild und man schaut dich von Weitem an, und dann kann das halt schnell passieren, und das möchte ich nicht ungesagt lassen. Und wenn man sich den Buzzcut so als Frisur anschaut, dann ist der Buzzcut, sagen wir mal, nicht die einladendste Frisur. Denn der Buzzcut hat natürlich schon was sehr Roughes, was sehr Männliches und was sehr Maskulines an sich. Und wenn du deine Schwiegermutter zum ersten Mal siehst, ist das wahrscheinlich nicht die beste Frisur, die da zu tragen. Das ist sicherlich nicht die Schwiegermutter-Lieblingsfrisur, sondern da passt eine andere Frisur besser. Von daher, sagen wir es mal so, ist der Buzzcut jetzt nicht die einladendste und freundlichste Frisur überhaupt. Was im Sommer hervorragend ist, ist im Winter natürlich ein bisschen negativ. Und zwar, wenn du deine Murmel rasiert hast, dann ist es natürlich im Winter ganz schnell kühl da oben. Das bedeutet, du brauchst definitiv eine Mütze, auch wenn du kein Mützenträger bist. Wenn du einen Buzzcut rockst, dann brauchst du im Winter irgendwas auf dem Kopf, denn das wirst du spüren, das wird ganz schön frisch da oben. Der Buzzcut passt auch ganz sicher nicht mit allen Klamotten zusammen. Was will ich damit sagen? Wenn du zum Beispiel so ein Floral-Shirt anhast, so ein Hemd, was sehr floral ist, sehr bunt ist, da passt der Buzzcut irgendwie nicht ganz so gut zu. Da passen zum Beispiel eher so wellige, vielleicht auch lange Haare, vielleicht auch so ein Text-Shirt-Look zu, aber der Buzzcut passt da nicht ganz so gut zu. Zusätzlich ist es auch so, wenn du natürlich bestimmte Arten von Klamotten trägst, ich habe es eben schon kurz erwähnt, wie zum Beispiel Doc Martens oder Bomberjacken, dann kann das unter Umständen bei anderen Leuten, wie soll ich sagen, ein bisschen schwierig werden, beziehungsweise es kann bei denen halt ein sehr unwohles Gefühl auslösen, weil andere Leute dann möglicherweise denken, dass du zu einer Gruppe dazugehörst, zu der du ganz sicherlich nicht gehörst. Summa summarum, all in all, überwiegen hier aber auf jeden Fall die Vorteile bei einem Buzzcut. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt auch mal über die Nachteile gesprochen, und ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.